Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Hamburgs Musikszene ist im Aufbruch. Und das hat nicht nur die Haspa-Musikstudie vor ein paar Jahren schon festgestellt, sondern haben wir dieses Jahr festgestellt, als das Reeperbahn-Festival sehr erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Wir haben hier im Hause selbst beschlossen, ein massives Clubförderprogramm in Höhe von über 800.000 Euro für beide Jahre, einerseits mit Betriebsmitteln, andererseits mit Investitionsmitteln. Es ist auf den Weg gebracht. Wir haben ferner den Verein Rock City mit einer Förderung verdoppelt. Für diejenigen, die es vielleicht jetzt nicht wissen, Rock City kümmert sich in dieser Stadt um Musikkünstler und Künstlerinnen und berät sie in ihrem weiteren Werdegang. Eine ganz wichtige Funktion, gerade von dem Hintergrund, dass die großen Plattenfirmen sich immer weniger um Nachwuchs kümmern. Wir haben dann, wie Sie alle wissen, immer noch mitten im Viertel in St. Pauli den Karo-Star, der nach wie vor sehr erfolgreich kleine Musikfirmen beherbergt. Und als weiteren Punkt haben wir Ihnen hier heute einen Antrag vorgelegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der sich im Wesentlichen damit beschäftigt, dass die kleinen, konzernunabhängigen Plattenfirmen eine Chance auf die Zukunft haben. Und deswegen soll es hier in Hamburg erstmals in Deutschland ein Förderprogramm geben, was für diejenigen Unternehmen hier geschaffen wird, die ihren Sitz in Hamburg haben. Da kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen zu, was die Spezifizierung da betrifft. Nun kann man fragen, was ist denn da los bei diesen kleinen Plattenfirmen? Wieso muss man die denn staatlich fördern? Und da gibt es, diese Debatten haben wir hier ja auch schon öfter geführt, meine Damen und Herren, durchaus einen ganz wichtigen Grund. Der Grund ist das Internet. Die Gratis-Download-Kultur trifft die Musikbranche mit am härtesten. Das verfolgen wir schon seit Jahren. Die CD-Verkäufe sind massiv rückgängig. Die Gratis-Downloads sind entgegengesetzt ansteigend. Das hat die großen Plattenfirmen überall auf der Welt massiv getroffen. Die haben schon ihre Nachwuchsförderung eingestellt und sich nur noch auf die großen Künstler konzentriert, die sie massiv vermarkten. Und die kleinen Plattenfirmen, die ungefähr ein Geschäftsmodell hatten, ich habe zwei, drei Künstler oder Bands, die gut laufen, und aus den Gewinnen finanziere ich dann den Nachwuchs von morgen. Das funktioniert bei den kleinen Plattenfirmen inzwischen auch nicht mehr. Auch bei ihnen sind die Gratis-Downloads massiv gestiegen. Und das hat zur Folge, dass die Plattenfirmen kaum noch Mittel haben, den Nachwuchs zu fördern, geschweige denn das alltägliche Geschäft sozusagen zu gewährleisten. Ein Teil dieser Misere hat sich inzwischen auf die öffentlichen Auftritte von Bands und Künstlern verlagert, die Debatte mit den Live-Musikclubs, aber auch das Geschäft in den großen Konzerthallen, das boomt, weil die CD-Verkäufe heute nicht mehr in erster Linie die Einnahmen der Künstler sichern. Wir wollen aber, dass Hamburgs Musikwirtschaft und Musikszene eine Zukunft hat. Und dass wir eine virulente Musikszene haben, beweist auch ein Faktum, dass nämlich bei dem einzigen Förderprogramm, was es in Deutschland gibt, die Initiative Musik auf Bundesebene, Hamburg als Bundesland an dritter Stelle steht bei den genehmigten Projekten. Und das zeigt auch, das Potenzial ist wahnsinnig groß und kann auch über ein Bundesprogramm, so gut es ist, nicht abgerufen und befriedigt werden. Deswegen haben wir uns entschieden, die vielen Anträge, die in Berlin nicht beschieden werden konnten bisher, mit einem Hamburger Förderprogramm, wenn auch mit einem geringeren Fördervolumen, zu unterstützen. Angedacht sind jetzt 150.000 Euro pro Jahr für Musikproduktion, wohlgemerkt nicht für die Unternehmen, sondern für Musikproduktion. Die werden dann gesammelt in der Kultur- und Medienbehörde und mit einer Jury bewertet. Dort werden sie eingereicht. Und die am lukrativsten, am meisten Zukunft haben, werden sicherlich die größten Chancen haben, dann auch eine Förderung zu bekommen. Die
einzelnen Modalitäten werden zurzeit miterarbeitet vom Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, zusammen auch mit den Hamburger Plattenfirmen. Und da ist man auch schon im Gespräch mit der Kultur- und Medienbehörde. Und ich gehe davon aus, dass man dort auch zu einer guten Architektur eines Förderprogramms kommen kann. Wir haben keine Vorbilder außer Berlin. Und deswegen müssen wir eine Hamburger Lösung finden. Ich bin da sehr optimistisch, dass das bald passiert. Meine Damen und Herren, Hamburg entwickelt sich immer mehr zu einer doch wieder pulsierenden Musikstadt. Es gab eine Phase, wo viele Künstler abgewandert sind. Sie wissen das alle. Das hat sich jetzt wieder geändert. Wir geben an den richtigen Stellen die Impulse, die aus der Szene selber nicht kommen können, die aus einem Marktversagen, wie wir das jetzt im Internet haben, resultieren und machen auch deutlich, wir sind eine lebendige Musikstadt, wir wollen die Künstler hier halten, wir wollen den Nachwuchs fördern und ich bitte deswegen vor diesem Hintergrund um Ihre Zustimmung für diesen Antrag. Vielen Dank.